Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema Boiler Wassertemperatur. Und zwar habe ich hier einen sehr guten Bericht gefunden, welchen ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar, es geht um die Wassertemperatur beim Boiler, damit man Energiekosten sparen kann und gleichzeitig den Kalkgehalt möglichst tief hält. Und zwar, hohe Temperaturen führen eher zu einer Kristallisation, respektive zu Kalk, und darum muss man eine Entkalkung öfters machen. Aus diesem Grund kurz hier den Bericht, den ich für euch habe. Und zwar, je stärker das Wasser erwärmt wird, umso mehr neigen die Mineralsalze zum Auskristallisieren, was sich als Kalkablagerung niederschlägt. Bei hartem Wasser, 26,5 Fahrenheit, bildet sich zweimal weniger Kalk, wenn es nur auf 55 Grad statt 65 Grad erhitzt wird. Und sogar dreimal weniger Kalk, wenn es nur auf 55 statt auf 75 Grad erhitzt wird. Also das heißt, am besten, die beste Temperatur ist bei 55 Grad. Da hat man sicher am wenigsten Kalk. Sobald man den Boiler auf 65 Grad stellt, hat man fast das Doppelte, 75 Grad das Dreifache an Kalk. Nun ist es so, besitzt der Warmwasserboiler keine Temperaturanzeige und auch keine Sonde, mittels deren die Temperatur auf der Anzeigetafel der Heizungssteuerung angezeigt wird, kann man die Wassertemperatur am Ausgang des Wasserhahns überprüfen. Idealerweise liegt sie zwischen 50 und 55 Grad. Für Warmwasser aus dem Boiler wird normalerweise eine Mindesttemperatur von 55 Grad empfohlen. Dabei handelt es sich um eine Temperatursicherheitsmarge, denn bei dieser Temperatur können sich keine Krankheitserreger im Wasser entwickeln. Gilt besonders für Legionellen. Sicherheitshalber sind moderne Heizungsanlagen in der Regel aber so programmiert, dass sie regelmäßig, aber nur für kurze Zeit, die Temperatur des Boilers auf über 60 Grad anheben, um die Bakterien abzutöten. Also ab und zu sind die neuen Boiler so eingestellt, damit sie über diese 55 Grad gehen, auf die 60 Grad. Das ist oder wird hier bei mir auch so programmiert sein. Das ist ein Wärmepumpenboiler, und also ein Speicher. Und hier habe ich noch einen Wärmepumpenboiler, wo wir die Wärmepumpe angeschlossen haben. Da habe ich das über die Heizspeicher gemacht. Und hier habe ich jetzt die Temperaturanzeige. Wenn ihr die nicht habt, ganz einfach beim Wasserhahn, beim Ausgang, ein Thermometer darunter halten und schauen, ob die Temperatur bei 50, 55 Grad ist. Dann ist euer Boiler richtig eingestellt. Sollte die zu hoch sein, solltet ihr den Boiler so einstellen, damit das Wasser nicht zu viel erhitzt wird und somit sich viel Kalk ablagert. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video euch einen kleinen Einblick verschaffen. Die Temperatur regeln kann ich hier bei meinem Boiler hier unten. Ganz einfach mit dem Rad. Und wir sehen, aktuell ist der so um die 60 eingestellt. Dieser wird aber automatisch ab und an die Temperatur auf 60 fahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch macht, auch diese Mitteilungen an Kollegen weitergebt, um Energie zu sparen und gleichzeitig den Sanitär weniger zu rufen, um den Boiler zu entkalken. Trotzdem empfehlen wir natürlich, anstatt hier jetzt dann alle Jahre den Boiler zu entkalken, dies all 2 bis 3 Jahre zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selbermachen und sonst einen schönen Tag.